Willkommen zu einer weiteren Folge High-Rise City. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen unsere komplette Stadtstruktur auf den Kopf gestellt. Mit unserem 5-Millionen-Kredit, von dem nicht mehr allzu viel übrig ist. Und aktuell sind wir auch noch im Minus. Allerdings habe ich jetzt hier gerade noch gesehen, wir hatten ja die Bau-ein-Fischer-Auftrag. Die 10.000 nehmen wir natürlich auf. Wir hätten noch einen Auftrag für ein Sägewerk. Muss ich mal gucken, wie viel Holz haben wir denn aktuell auf Lager? Gar keins. Das ist natürlich jetzt nicht so prickelnd. Aber wir könnten wahrscheinlich mal einen besseren Holzfäller bauen. Den wir jetzt mal dahin positionieren und hier hin. Dadurch die alten zwei entfernen. Und dann könnten wir eventuell noch ein zweites Sägewerk aufbauen. Sollte dann eigentlich von der Produktionskapazität her passen. Und wir haben das Geld schon mal gekriegt. Dann haben wir noch einen Auftrag. Warentransport starten. Kriegen wir 20.000. Warte mal, das testen wir. Ach Gott, da müssen wir selber fahren. Okay. Dann machen wir das doch, oder? Und voll über die rote Ampel. Mit Sprung. Also das ist ja echt eine witzige Idee. Das muss man jetzt echt mal sagen. Wow. Aber mit den Dingern zu fahren ist ja auch nicht so einfach. Okay, die Autos haben keine Kolli, aber der Rest, oder? Nee, auch nicht. Okay. Dann ist nicht so schlimm. Aber jede kleine Bewegung, was du machst mit den Straßenunebenheiten, das ist ja brutal. Wird da eigentlich ein Zeitlimit oder irgendwas? Alter Schwede. Aber man muss echt sagen, auch so vom Nahen hier von der Straße finde ich das Spiel echt gut. Klar ist es überall noch ein bisschen was zu machen. Aber Rom wurde auch nicht am ersten Tag erbaut. Muss man ja auch fairerweise sagen. Aber ansonsten finde ich das echt cool. Schreibt mal gerne rein, was ihr davon haltet. Ich würde mal sagen, an City Skylines 2, was jetzt dann auch rauskommt, kommt es jetzt nicht ran. Aber gut. City Skylines ist natürlich auch schon der zweite Teil. Darf man auch nicht vergessen. Und da hängt, glaube ich, auch ein größeres Entwicklerteam dahinter. Oh. Gut. Und sowas mit solchen Straßen ist halt auch nicht so geil. Aber ich muss auch sagen, auf City Skylines 2 freue ich mich halt auch abartig. Und da wird es definitiv auch ein Let's Play geben. Da bin ich auch sehr gespannt drauf, ob ihr da auch Bock drauf habt. Schreibt das auch gerne mal rein. So, und wie komme ich jetzt aus diesem Fahrzeug wieder raus? Ach, da oben. Moment. Aber ist auch eine witzige Sache, um Geld zu verdienen, muss ich schon sagen. Muss ich wirklich sagen. Ist schon cool. Gut, wir haben natürlich immer noch Ausgaben ohne Ende. Ist auch nicht zum Wegreden. Aber wir gehen mal kurz, nee, nicht in die Bank. Wir schauen mal im Rathaus. Das Spiel ist gespeichert. Wir machen schon ein bisschen Einnahmen. Wir können auch mal gucken, ob wir vielleicht auch ein bisschen optimieren können. Nee, da optimieren wir definitiv nicht. Die sind eh noch nicht so ganz gut gelaunt. Und bei den Herrschaften hier. Ja, die 16%, tut mir leid, die bleibt auf jeden Fall. Aber die hier,
Die haben so ein bisschen noch so ein Bedürfnisproblem. Vor allem was Parks angeht. Und Möbel. Und dafür zahlen sie eigentlich auch relativ gut an Steuern. Da machen wir nichts, weil das passt. Die sind auf 103% Steuern. Kann man bei euch auch Steuern erhöhen? Nö. Okay. Aber wir können doch bestimmt noch irgendwas machen, dass wir persönlich Geld sparen, oder? Verwaltung. Gut, Rathaus haben wir, Bank haben wir, das haben wir noch nicht. Das Forschungszentrum, haben wir das eigentlich schon gebaut? Doch, haben wir sogar. Warte mal, wo steht denn das? Nee, haben wir nicht. Ich glaube, das kommt hier in den neuen Stadtkern rein. Das kostet halt auch wieder elendig viel, oder? Was bringt uns das eigentlich? Ja, das sehen wir natürlich dann erst, wenn wir es gebaut haben, ne? Gut, dann lassen wir das einfach mal. Das kostet uns zwar jetzt auch wieder richtig schön Asche. So, was denn hier? Also wir haben eigentlich den Menschen schon erreicht, aber kriegen ihn nicht, oder wie? Oder wie soll ich das jetzt gerade verstehen? Aber wir sind ja hier überall... Ah ne, da fehlt noch ein bisschen was. Da fehlt noch ein bisschen was. Okay. Forschungsmission abgeschlossen. Du hast 20 Forschungspunkte, okay. Das ist schon mal gut. Da werden wir jetzt auch gleich mal nachgucken. Warte mal, wir haben hier hinten schon wieder kein Wasser. Ne, warte mal, wo haben wir wieder kein Wasser? Oder haben wir allgemein gerade kein Wasser mehr? Neue Gebäude verfügbar. Ich glaube, wir haben allgemein gerade kein Wasser mehr. Kann das sein? Welches denn? Unsere Forschung. Ja, warte mal, dann werden wir das mal kurz hier vervollständigen. So, sind wir zufrieden jetzt? Jo. Müll haben wir auch jede Menge und wir werden jetzt mal ganz kurz mal gucken, was hier abgeht. Ein Müllkraftwerk macht 50.000, hat einen Unterhalt von 1.000. Es ist halt... Mhm. Die städtische Müllabfuhr. Die übertreibt halt wieder mal richtig. Aber was kann die für ein Angriff... Oha. Jo, also das stimme ich zu, die macht ein Riesengebiet. Das muss ich echt sagen. Was hat die gerade aktuell? Stimmt, die da hinten, die werden auch aktuell gar nicht angeschlossen, sehe ich gerade. Wiederaufbereitungsanlage. Ah ja. Okay, komm. Dann machen wir es jetzt ganz einfach. Wir hauen jetzt hier eine städtische. Das Spiel ist gespeichert. Müllding rein. Oha, ein Müllkraftwerk ist aber schon ein bisschen... Oha, jajajajaj. Was hat denn das hier für ein Verschmutzungsgrad? Leco Mio.
Da müssen wir ja fast sagen, dass wir das komplette Müllabteil, also Mülllagerung und sowas, nach hier hinten verpacken. Wo das dann gleich verbrannt wird, ey. Einige Müllkraftwerke produzieren keinen Strom mehr. Was für Müllkraftwerke? Wir haben doch gar keine Müllkraftwerke, du Vogel. Wir könnten ja mal kurz gucken. Luftverschmutzung ist bloß da hinten. Sehen wir auch sowas wie Erdverschmutzung oder sowas? Nee, wir haben eigentlich nur diesen Verschmutzungsding, wenn ich das richtig sehe. Die Mülllagerung macht da jetzt nichts. Die Frage aller Fragen ist natürlich: Wir haben Kohlekraft, was 140.000 macht. Kostet uns aber 3,9. Das kostet uns. Nur ist das Problem, wenn uns der Müll ausgeht. Dann ist das Müllkraftwerk natürlich auch wieder so eine Nummer. Aber damit könnten wir uns jetzt richtig viel Geld sparen eigentlich, aber wir haben fast keinen Müll mehr. Möchte ich auch ausblenden gerade zufälligerweise? Ne, wir lassen es erstmal so. Lassen das so und schauen, dass wir erstmal unsere Gemeinde auf Vordermann kriegen. So, und dann werden wir hier den Außenbezirk natürlich noch ein bisschen mit aufbauen. Und jetzt mal gucken, warte mal, was haben wir denn jetzt eigentlich alles noch gekriegt? Warte mal, die städtische Spedition hatten wir doch schon. Das Müllkraftwerk haben wir gekriegt, genau. Die städtische Müllabfuhr, eine Kirche, eine Getreidefarm, eine Mühle. Ein mittelgroßes Lager. Ein kleines lokales Lager. Ein Planungsbüro, eine Bäckerei. Also einen komplett neuen Zweig eigentlich. Gut, aber dann werden wir das jetzt anders machen. Eine Kirche. Wie groß ist eine Kirchenabdeckung? Macht halt deutlich mehr, oder? Und dann gehen wir in die Erweiterung jetzt damit rein und werden das hier hinsetzen. Aber ich mache einen ganz kurzen Break, bin gleich wieder für euch da.
Spiel gespeichert. Forschungsmission abgeschlossen. Es gibt einen Mangel an Obst. Es mangelt an Gemüse. Es mangelt an Fisch.
Spiel gespeichert.
Es mangelt an Fisch. Das Spiel ist gespeichert. Neue Gebäude verfügbar. Thank you.
Das Spiel ist gespeichert. Es gibt einen Mangel an Fisch. Ein Wolkenkratzer. Ist er nicht herrlich? Okay. Ein Wolkenkratzer ist das noch nicht, aber ich sehe in Ihrer Stadt viel Potenzial. Ich habe die Pläne von Architekten und Ingenieuren gesehen.
Bei weiterem Wachstum ihrer Stadt werden ihnen wesentlich höhere Gebäude zur Verfügung stehen. Dabei gibt es so viel Kritik an dem HRC-Projekt. Man sollte lieber in die bereits bestehenden Städte investieren, anstatt neue zu bauen. Es gibt zu viel Eigenständigkeit und Unabhängigkeit für nur eine Stadt. Die ganzen Steuergelder, die nur in diese Stadt fließen, um nur ein paar zu nennen. Sie haben es möglich gemacht, dass wir jetzt groß träumen dürfen. Locken Sie mehr Einwohner in die Stadt und ich verspreche Ihnen weitere Hilfe. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Gesetze in der Stadt zu erlassen und zu verändern, ganz ohne Rücksprache. Gehen Sie vorsichtig damit um. Es ist nur ein schmaler Grat zwischen dem Gefeierten und dem Tyrannen.